Joho, Kritzelpixel-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kritzelpixel hier auf eurem Kunstkrempel- und Zeichen-Channel. Mein Name ist Isabelle und im letzten Kritzelpixel-Scrollerbox-Video haben wir die November-Scrollerbox von 2018 ausgepackt. Darin befanden sich diverse Stifte und ein Sketchbook. Dazu die Challenge, dass wir uns Bodyparts vornehmen sollen. Und ich habe das Ganze zum Anlass genommen, Körperteile in einem Tutorial für euch darzustellen. Der letzte Part war ein bisschen rudimentärer und beschäftigte sich erstmal mit dem puren Gedanken, wie man etwas zeichnen lernt, wie man etwas zu malen lernt, falls das überhaupt grammatikalisch korrekt ist. Nun, wir haben über das Auge gesprochen im letzten Part und ich habe diverse einfache, simple Skizzen gemacht, nebenbei darüber geredet, wie ich mir beibringe, solche Objekte zu malen und zu zeichnen. In diesem Part heute wird es ein wenig detaillierter, es wird tiefenfundierter. Wir werden uns anhand diverser Schritte an die Nase heranarbeiten und ich werde euch anhand diversen Beispielen zeigen, wie ich solche Objekte, solche Formen malen und zeichnen lerne. Die Nase ist keine Hexerei, die Augen sind auch keine Hexerei, das sind wunderschöne, einfache, simple Formen und genau mit diesen einfachen und simplen Formen wollen wir heute arbeiten. Ihr habt also nun gesehen, wie ich mich schon mal in meinem Sketchbook grob mit den Details der menschlichen Nase auseinandergesetzt habe. Vertiefen wir das Ganze doch jetzt mal. Wir sprachen in unserem letzten Sketchbook-Video über die Thematik Augen und wie man sich daran tasten kann, das Auge malen zu lernen. Als nächstes möchte ich euch nun anhand der Nase zeigen, wie ich genau vorgehe, wenn ich ein Objekt, eine Form, ein Körperteil studiere. Es haben sich einige gewünscht, dass man halt mal ein Objekt oder halt ein Auge in totaler Realität darstellt und malt und zeichnet. Anhand dessen lernt man allerdings gar nicht so viel. Es gibt da keinen Shortcut. Durch möglichst einfache visuelle Darstellungen zu verstehen, wie man ein Auge malt, es geht nicht anders, als sich komplett mit diesem Objekt zu beschäftigen. Bedeutet, 4 Schritte. Grobe Form erkennen durch Referenzen, dann die Biologie kennenlernen, dies übertragen in eine vereinfachte Darstellung. Und dann, wie stellen andere die Nase dar? Wie will ich die Nase darstellen? Das sind die 4 Punkte, an denen ihr euch entlanghangeln solltet, wenn es darum geht, ein Objekt zu studieren. Sei es ein Muskel, sei es eine Falte, sei es ein Finger, sei es Stoff. In dem Fall heißt es dann nicht die Biologie des Stoffes kennenlernen, sondern die Form, die Struktur. Es ist immer wichtig zu wissen, wie die Funktion abläuft. Und bei lebenden Objekten ist das dann halt die Biologie, weil die erklärt uns auch gleichzeitig die Funktion und den Aufbau. Grobe Form erkennen durch Referenzen. Da gebe ich euch den Tipp, einfach Bilder von Pinterest zu nehmen oder von Google und sie euch dann einfach möglichst nah erstmal auszuschneiden und die Nase fern ihrer Kopffunktionen kennenzulernen. Manchmal ist es ganz schön, ein Objekt entrückt und fern dessen, wie es in einem Körper sitzt, an einem Körper sitzt, auf einem Körper sitzt, auf einem Objekt sitzt. Es ist erstmal gut, das Objekt entfremdet davon kennenzulernen. Bei der Nase ist der Kontext sehr wichtig, wie sie im Gesicht sitzt und wie sie dort ihre Funktion erfüllt. Aber erstmal bringt uns das nicht weiter, das ist schon zu viel Information. Erst die grobe Form kennenlernen durch Referenzen, dann die Biologie kennenlernen. Und wie machen wir das? Wir bedienen uns dessen, was wir aus dem 3D-Modelling kennen, und zwar Gitter. Und es heißt nicht, dass wir das jetzt richtig machen müssen mit den Gittern, sondern wir werden jetzt ganz grob erstmal versuchen, die Form dieser Nase aufzuteilen in das, was wir sehen. Natürlich hilft es, im Vorfeld Formstudien gemacht zu haben, um Formen und perspektivische Wirkung besser verstehen zu können auf den ersten Blick. Allerdings ist das hier auch eine Art Formstudie. Das Auge ist eine simple Form, die Nase ist eine simple Form, der Mund auch, unsere Wangen auch. Ihr könnt auch Formstudien über das Gesicht des Menschen betreiben. Warum gerade das Gesicht des Menschen? Weil wir als Mensch so versessen auf Gesichter sind, dass wir uns diese Form leichter merken können und schon ein gutes Basiswissen mitbringen, sei denn,
Ihr habt eine von den seltenen neurologischen Störungen, die es euch nicht erlauben, Gesichter erkennen zu können. Oder sowohl Autismus kann einem dabei helfen, Formen besser zu erfassen, kann aber einen auch leicht gesichtsblind machen. Das hat man mir zumindest mal so erklärt. Wie gesagt, Formstudien sind das A und O und das lässt sich über das Gesicht ganz gut regeln. Natürlich auch, indem man sich vielleicht mal irgendwelche Häuser vornimmt, indem man sich andere Objekte vornimmt, die leicht und simpel sind. Ihr müsst es nicht über die einfache, schlichte, normale, glatte, langweilige Form unbedingt erleben. Ihr könnt euch auch an reale Objekte herantasten. Ich bevorzuge Zylinder. Ich bevorzuge da ganz einfache Formen erstmal miteinander zu verknüpfen. Da habe ich eine leichtere Möglichkeit, die Referenz zu überprüfen. Denn hier kann ich am Ende nicht genau sagen, ob meine Gitterlinien, die ich gezogen habe, korrekt sind oder nicht. Es sei denn, ihr habt ein 3D-Modellprogramm und könnt euch das Ganze dann quasi als 3D-Gitter ausgeben lassen. Oder ihr schaut euch 3D-Referenzen an, die gibt es ja nun mal auch. Ne? Menschliche Referenzen für das Gesicht zu finden heutzutage durch unsere vielen Animationsfilme. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal ein Making-of von einem Pixar-Film gesehen habt oder das glaube beim Making-of von The Incredibles war das sehr deutlich zu sehen. Dann kennt ihr diese 3D-Muster und 3D-Gitter und ihr könnt euch auch anhand dessen da ein bisschen langhangeln. Ich zum Beispiel habe jetzt hier Schwierigkeiten, weil ich kann die Nase nicht aus allen Bereichen sehen. Ihr habt es leichter, wenn ihr euer eigenes Gesicht nehmt, wenn ihr erstmal eure eigene Nase nehmt. Denn ihr könnt euer Gesicht dann immer drehen und wenden und dann entdeckt ihr vielleicht Huppel und Höcker, die ihr nicht eingezeichnet habt als 3D-Linie, als 3D-Gitter, die euch aus der Perspektive einfach nicht auffallen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, auch obwohl ich hier Licht und Schatten sehe, wie hoch genau die Nasenbrücke hier oben ist. Ich kann das nicht genau beurteilen, weil mir einfach die Nase aus verschiedenen Perspektiven fehlt. Das ist erstmal gar nicht so wichtig. Es ist schon mal gut, dass ich mir diese Frage stelle. Das ist nämlich auch schön, was ihr hier nebenbei lernt, ist, euch die richtigen Fragen zu stellen. Weil ihr steht dann plötzlich da, ja, aber wie ziehe ich denn jetzt die Linie, damit das halt auch so rund aussieht? Ich meine, ja, ich gehe mit der Linie die Rundung nach. Ihr könnt auch ganz verrückt sein. Ihr schnappt euch einen Eyeliner, ihr schnappt euch einen Lipliner von euren Eltern oder ihr besitzt selber welchen und der kauft euch einen. Oder ihr habt bestimmte Stifte, die auch auf dem Gesicht malen, aber bitte nichts Toxisches, das sollte gesichts-approved sein. Ja, man kann sich auch eine Menge Ausschlag holen mit den falschen Farben im Gesicht. Da gibt es ein paar Rottöne, die sorgen sehr schnell mal für Ausschlag. Und dann malt diese Linien auf eure Nase. Und dann könnt ihr Fotos davon machen und dann könnt ihr euch in verschiedene Richtungen drehen. Und das ist sehr, sehr hilfreich, wenn ihr das macht. Dann könnt ihr, wenn ihr euch in verschiedene Richtungen gedreht habt, ganz deutlich sehen, wie sich diese Linien hier verkrümmen, wie sie sich verändern. Ja, wie sie ineinander übergehen. Ich mache das jetzt hier auch nur ganz grob, einfach um ein Gefühl für die Dreidimensionalität dieses Objekts zu bekommen. Das kann man sich dann auch mal wieder wegblenden und es sieht aus wie eine Nase. Es hilft euch, die richtigen Fragen zu stellen, wirklich. Wo ist da der Höcker? Warum ist da so ein Hubbel? Anhand von Licht und Schatten erkennt ihr ja, ob das Objekt tiefer wird oder höher wird. Anders kann man es ja mehr oder weniger nicht ausdrücken. Man erkennt die Rundung eines Objekts. Je mehr ihr lernt, diesen Licht und Schatten zu beachten, je mehr Formstudien ihr macht, ganz simple Formstudien in Schwarz und Weiß, desto leichter wird es euch fallen zu erkennen, in welcher Relation hier Höhen und Tiefen stehen. Hier zum Beispiel haben wir eine Schatten-Area, einen dicken, fetten Schattenbereich. Und der kommt zustande einmal durch einen leichten Knick hier an dieser Stelle, weil dieser Nasenteil hier etwas erhaben ist, ja. Und zum anderen natürlich, weil das Licht dann dort nicht so gut hinfallen kann. Das Licht kommt hier auch leicht streulich, teilweise von der Richtung mit, sodass dieser Bereich hier weniger beleuchtet ist. Und dann wirkt das erstmal, als wäre das eine sehr tiefe Furche schon, als wäre es schon sehr dunkel. Also dieser Ton hier wirkt ja schon ähnlich wie dunkel wie hier, und das, also wie an dieser Stelle. Und da ist ja die Rundung schon ziemlich extrem. Da muss man ein bisschen aufpassen. Licht und Schatten trickst einen da ganz gerne aus. Manchmal, das habt ihr vielleicht schon gesehen, wirkt exakt die gleiche Fläche dunkler oder heller, weil sie umringt ist von hellen Flächen oder umringt ist von dunklen Flächen. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade mal kurz nachmachen kann für euch, aber das ist irgendwie so der Klassiker, dass das Gehirn dann ein bisschen ausgetrickst wird, wenn man solche Farbtöne hier zusammenzieht. So, und jetzt machen wir das hier nochmal so. Zack, zack, zack.
das hier sind beides exakt die gleichen Farbtöne, ja? Also das hier sind beides exakt die gleichen Farbtöne. Trotzdem wirkt der untere Farbton heller. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass er umringt ist von hellen Tönen. Und da oben ist er umringt von dunklen Tönen. Und das passiert auch, wenn wir Bilder malen und zeichnen und mit Referenzen arbeiten. Und das muss man sich immer bewusst sein. Ihr habt am PC einen gigantischen Vorteil. Ihr habt den Color Picker. Ja, ich kann jetzt sehen hier, dass dieser Farbton hier, dieser Farbton hier, der im Schattenbereich ist, ja, der ist fast nahezu identisch. Der hier ist sogar teilweise ein bisschen dunkler, ein bisschen gedämpfter, ein bisschen gedeckter als hier an dieser Stelle, obwohl es sich so ähnlich wirkt. Das hier sah in meinen Gedanken, also dieser Bereich hier sah in meinen Gedanken heller aus. Viel heller als das da. Trotzdem sind sie sich ähnlich. Wenn ihr mit traditionellen Medien arbeitet und auch mit Vorlagen, Fotos und mit Handybildern, dann macht euch gerne einfach Schablonen. Das ist eine ganz leichte Sache. Dann macht ihr euch einfach so ein Blatt Papier. So, ne, ihr schneidet einfach ein Blatt Papier aus. So. Also holt euch ein Blatt Papier und dann schneidet da irgendwie einen Kreis aus. Einfach nur ganz, ganz simpel, schlicht und normal. Ein Kreis einfach ausgeschnitten, sodass es hohl ist. Und dann geht ihr über eure Referenzen drüber im Einzelbereich, um euch das anzugucken, um euch diese Farben isoliert anzusehen. Um besser beurteilen zu können. Also wenn ich das jetzt hier isoliert sehe, sehe ich da, hier isoliert, seht ihr das? Es sieht dunkler aus, isoliert, definitiv dunkler, als jetzt der Bereich, den wir hier rausgepickt haben. Ganz deutlich der Unterschied, weil ich jetzt diesen Bereich isoliert sehe. Und immer umringend von Weiß. Ihr könnt natürlich auch ein graues Papier nehmen, das ist ein bisschen neutraler, da gibt es viele Möglichkeiten. Das Arbeiten mit Referenzen ist deswegen ein bisschen tricky, aber ich möchte euch gar nicht beibringen, hyperrealistisch, fotorealistisch zu malen. Das ist nämlich das Erstreben eines ausdrucksstarken Künstlers. Ich selber ziehe mich immer weiter zurück in den Minimalismus der Kunst. Je mehr ich lerne, desto minimalistischer male und zeichne ich. Warum? Weil ich brauche keine 3000 Linien, um mich auszudrücken. Manchmal reicht eine Linie, um eine Nase zu zeichnen. Und das ist oftmals einfach genug. Ihr müsst immer entscheiden, was ihr darstellen wollt. Hyperrealismus ist eine schöne Sache. Aber wozu? Weil es großartig ist? Weil man Charaktere, die man im Kopf hat, perfekt so darstellen kann, wie man sie haben möchte? Ja, das verstehe ich. Auch für Porträts? Ja, das verstehe ich. Das ist faszinierend. Aber wenn ich eine Geschichte erzählen will, um Himmels Willen, dann ist schon Matsch, Matsch, wenn ich da noch die Nasenflügel hinzufüge. Ich hoffe, ihr versteht die bunte Darstellung dieses Konstrukts. Referenzen. Also so arbeiten wir mit Referenzen. Ja, und da kann man sich die unterschiedlichsten holen. Es gibt die unterschiedlichsten Nasen. Und wir haben die unterschiedlichsten Formen. Und manche sind tief und flach und hoch. Im Idealfall arbeitet ihr dabei auch mit Videos. Es gibt auf YouTube einige Kanäle, die Nahaufnahmen von Gesichtern für euch in den Fokus stellen. Manchmal sind es Dokumentationen. Da sieht man die Person ständig aus verschiedenen Blickwinkeln, was ich ganz interessant finde. Das ist eine gute Möglichkeit zu lernen. Man sieht immer die Personen aus verschiedenen Blickwinkeln und dadurch kann man das Gesicht dann kennenlernen. Da könnt ihr ganz viele Screenshots machen, um eben die Informationen zu erhalten, wie groß ist der Hügel. Hier zum Beispiel, wenn ich mir jetzt schon mal, hier ist so ein bisschen so ein Hügel und hier fällt das wieder so ein bisschen ab, ne? Hier, man kann immer schon mal deutlich sehen, dass die Nase, ne, deswegen zeichne ich hier diese Linie hier ein, die hat ja so eine Kante, das ist so eine richtige Stufe. Das alles, all diese Fragen, die man sich dann stellt, so, hä, warum, wie, was passiert denn da und müssen da die Linien dann zusammenlaufen und wie rund ist das eigentlich? Es hilft euch massiv weiter, das Objekt erstmal zu verstehen, ohne dass wir jetzt auf die Biologie eingehen. Und dann wird es auch leichter für euch später, die Biologie zu verstehen und kennenzulernen. Und zu erfahren, warum das dann in der Nase überhaupt an der Stelle hubbelig ist. Weil das hilft einem natürlich auch weiter zu wissen, warum ist an dieser Stelle ein Hubbel? Warum sieht das so aus? Warum gibt es manchmal in der Nase eine Kerbe? Das liegt an den Knorpeln. Und das sind dann diese schönen Fragen, die ihr euch alle schon gestellt habt und die sich dann klären, wenn man die Biologie mit hinzuzieht. Und die schauen wir uns jetzt am besten gleich mal an. Das ist unsere Nase. Wir sehen sie einmal hier in
diesem Bereich als im Schädel. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, hier unten so, hier kommt so die Zähne vom Skelett. Das sind die Knorpel, wie sie in dem Loch in unserem Kopf drin sitzen. Ja, das hier ist quasi das ist die Höhle dahinter. Das ist das Loch in unserem Schädel. Und das sind Knorpel, das fühlt man ja auch, wenn man die Nase anfasst, die eine spezielle Form haben. Hier zum Beispiel, um das deutlich mal zu zeigen, wieder mit dem 3D-Gitter, sieht man die Wölbung des Knorpels, die bis in das Nasenloch halt hineingeht. Das könnt ihr euch auf diversen Biologiebildern ansehen, in eurem Biologiebuch oder eben via Google. Total einfach, auch auf Pinterest gibt es hier jede Menge Material. Und diese Knorpel, ja, die sind zum Beispiel dann hier miteinander verbunden, wie verschweißt. Das sieht man hier, das ist hier so eine richtige Naht. Und deswegen gibt es auch manchmal hier vorne auf der Nase, weil hier trifft Knorpel aufeinander. Ja, da treffen ganz viele Formen aufeinander. Deswegen gibt es Menschen, die haben da diese kleine Kerbe in der Nase. Je nachdem, wie viel Fleisch, wie viel Fett, wie viel Haut, wie der Knorpel geformt ist, ist das unterschiedlich. Dieser Bereich hier kann auch sehr stark gedellt sein, sodass wir diese typischen runden Nasenspitzenbereich haben. Der Knorpel oder der Knochen ist oben weiter ausgeprägt, sodass der Knorpel nach oben gedrückt wird und schon hat die Nase einen Hügel. Die Nasenflügelknorpel sind breiter, sie sitzen anders an. Es gibt eine große Vielzahl, wie das Ganze sitzen kann, aber eine Nase ist, seitdem man es mutiert, immer so aufgebaut. Und wenn ihr jetzt eine Nase seht, die ihr nicht versteht, weil ihr euch einfach denkt, so okay, habe ich jetzt nicht so oft in meinem Leben gesehen, wie war es, wo war, dann könnt ihr euch da auch gerne vorstellen, wie es wohl innen drin aussehen mag. Weil man sieht ja hier ist eine richtige flache Fläche und man kann ja richtig hier kann man ja richtig so diesen Wulst des Knorpels sehen. Ja? Den kann man hier richtig wahrnehmen und auch hier die Wölbung des oberen Knorpelteils. Das hilft schon zu verstehen, was man dort sieht. Und das macht das Ganze auch so spannend. Ja? Und hier sehen wir halt auch die Wölbung des Knorpels. Ne? Der geht ja noch bis hier so rein. Das ist jetzt mal sehr grob dargestellt. Und dann versteht ihr halt, woher diese Gitter, die ihr vorher gemalt habt, eigentlich kommen. Woher kommen denn die Rundungen, die wir dort sehen? Gut. Die Nase. Ganz vereinfacht dargestellt, wie ich sie gerne in meinem Semi-Comic-Stil mache. Jetzt quasi mit Linien dargestellt. Das ist der nächste Schritt. Wir haben uns die Form angeschaut, wir haben uns die Biologie angeschaut. Jetzt müssen wir das übertragen in eine vereinfachte Darstellung. Ich mache das ganz gerne, indem ich erstmal mit Linien starte. Mir überlege, so, was sind die wichtigsten Linien der Nase? Ich meine, das ist ja klar, wir haben hier den Nasenrücken. Das ist eine wichtige Linie. Und dann die Nasenspitze ist eine wichtige Linie. Manchmal macht die einen Huppel nach vorne, nicht unbedingt. Und die ist ja rund nach unten hin, die geht ja bis ganz weit darunter. Und dann kommt an der Seite halt noch dieser Nasenflügelteil und wir sehen das Loch, das reingeht. Und eventuell kann man hier noch eine Linie anbringen, um deutlicher zu zeigen, dass da so ein kleiner Knick entsteht. Und dann geht die ja recht flüssig teilweise über, das ist jetzt hier eine Stupsnase, geht recht flüssig über ins Gesicht. Manchmal machen wir hier eine härtere Kante, je nachdem, wie das Gesicht eben aufgebaut ist. Das sind so die groben Linien. An dessen kann man schon mal eine Nase erkennen. Und ich empfehle euch, diese Übung, Nasen, die ihr von einer Referenz aus, also das kann einfach, ihr könnt euch eine Referenz schnappen, ne? Hier irgendwie was Kleines, schnappt euch eine Referenz und ihr versucht das mit so wenig Strichen wie möglich darzustellen. Ja? Fangt detailliert an und arbeitet mit dem gleichen Bild. Mit dem gleichen Bild immer wieder und immer wieder und immer wieder. Erstmal kann man damit ganz vielen Strichen sich überlegen. So, das ist ja eine schwierige Perspektive der Nase, aber man sieht hier wundervoll diesen Flächenbereich hier. Es ist halt wunderschön, auf diesem Bild zu sehen. Und fangt so an, skizziert sie immer erstmal so viele Linien, wie ihr braucht. Erstmal so einfach so viel, wie nötig ist, um sie irgendwie darzustellen, dass ihr irgendwie die Möglichkeit habt, das darzustellen. Und dann werdet immer minimalistischer, immer weniger, immer minimalistischer, bis ihr dann vielleicht am Ende irgendwie nur noch zwei Löcher übrig habt. Oder eine grobe Andeutung der Nasenflügel oder halt der Nasenspitze. So lange, immer wieder, bis ihr herausfindet für euch, mit welchen Linien ihr die Nase darstellen könnt. Nicht mit welchen Linien ihr die Nase darstellen wollt, sondern mit welchen Linien ihr sie darstellen könnt. Ob es vielleicht auch nur so eine Silhouette ist. Ja? Manchmal reicht das ja auch aus, um die Nase darzustellen.
Gebt euch selber eine große Variety an verschiedenen Stilen, eine Nase darzustellen. Wie ihr sie dann am Ende darstellen wollt für euren ganz persönlichen Zeichenstil, das entscheidet ihr an einem anderen Punkt. Es geht jetzt darum, das Objekt zu lernen. So, eine andere schöne Möglichkeit, um mehr zu verstehen, ist das Ganze in Blöcke aufzuteilen. Das mache ich ganz gerne erstmal, damit ich mir so ich sage, okay, ich habe hier die Form der Nase und ich will das jetzt mehr oder weniger erstmal nur in so ein, anhand einer Fläche darstellen. Ich möchte nur eine Fläche brauchen, um die Nase darzustellen. Mehr will ich gar nicht. Ich will nur so ein bisschen quasi Blöcke nutzen. Ich möchte mit Klötzchen spielen, um die Nase darzustellen. Da reicht das hier schon als grobe Darstellung erstmal aus. Ja, da muss man sich wieder orientieren an Licht und Schatten. Das ist dann schon ein bisschen fortgeschritten. Das fällt einem dann auch vielleicht immer mehr auf, was man da im Detail machen kann. Das kann auch mal so detailreich machen wie möglich, wie man es möchte. Und ja, das kann man mit so einem Blockbrush machen, was ich euch auch empfehlen kann, weil es ganz spannend ist, dass man dieses Lasso-Werkzeug nimmt, weil einem dann deutlicher klar wird, welche Form man darstellt und dass ihr das quasi alles anhand des Lasso-Werkzeuges euch erarbeitet. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, aber das können dann auch die Leute machen, die mit der Maus arbeiten und die kein Grafiktablett haben. Das kann man nämlich in allen Art Programmen ohne Probleme machen, dass ihr versucht, einfach mit dem Lasso diese Nase darzustellen, dass ihr nur diese Form mehr oder weniger habt und damit arbeitet und euch da herantastet, um die Nase eben darzustellen. So, es ist immer ein bisschen schwierig, neben dem Malen gleichzeitig zu erklären. Ich hoffe, das klappt einigermaßen gut. Ich habe ja gesagt, es kommt ein etwas ausführlicher Part. Erst wollte ich das nur zu den Augen machen, aber die Nase ist so ein Topic, das wird von vielen Leuten unterschätzt. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch der Darstellung. Und ja, auch hier empfehle ich dann quasi mehr oder weniger hier immer weniger detailliert zu werden, dass ihr euch hier auch anhand dieses Lassos daran arbeitet, das möglichst, also einmal, ihr lernt auch die Form kennen, weil ihr müsst mit dem Lasso, das ist halt der Vorteil, wenn ihr das Lasso nehmt, ne? Ihr könnt auch, wenn es euch zu kompliziert ist, über dem Bild mit dem Lasso arbeiten oder das euch rüberschieben. Dass ihr quasi die Form kennenlernt, dann lernt ihr nämlich, wenn ihr mit dem Lasso das hier nachmalt, dann lernt ihr die Form kennen und auf der anderen Seite seid ihr aber gezwungen, euch mit Licht und Schatten selber auseinanderzusetzen, weil ihr diesen Bereich immer nur mit einer Farbe füllt und nicht mit mehreren Farben. Und dann stellt ihr fest, wie unterschiedlich die Flächen doch eigentlich sind und wie viele Farben und wie viele Höhen und Tiefen und Varianzen ihr zur Verfügung habt. Und dann bricht man das Ganze runter auf möglichst wenige, also möglichst wenige Einzelfarben. Und dann habt ihr am Ende, so wie ich jetzt hier, so eine abstrakte Nase, ein etwas abstrakteres Bild. Das ist aber voll okay, weil es stellt halt einfach auch eine Nase dar. Und es steht halt symbolisch dafür, das Ganze kennenzulernen. Und es muss nicht schön aussehen, es muss nicht mal richtig sein. Es geht schlicht und ergreifend darum, ein Gefühl dafür zu bekommen. Der Switch in eurem Gehirn soll umgelegt werden. Ihr sollt ein Gefühl für dieses Objekt erlangen. So. Und dann beginnt der nächste spaßige Part. Wir setzen uns damit auseinander, wie andere Nasen darstellen. Ich kann jetzt natürlich hier nicht ankommen und sagen, so, hey, guck mal, ich habe jetzt aus Manga, Comic, XY verschiedene Nasen für euch parat. Ich glaube nicht, dass ich die zeigen darf, aber ich kann euch ja mal einfach mal so diese typische Varianz an Nasen, die überall mal so dargestellt werden, hier präsentieren. Das hat vielleicht schon der ein oder andere gesehen. Das gibt's ganz gern mal im Manga-Anime-Bereich, dass man fast so eine Art Tiernase ins Gesicht malt. Oder sich denkt so, hä, das sieht doch aber voll aus irgendwie, als wäre das so ein, soll das in die Richtung Furry gehen und so. Das kommt drauf an, wie man es macht, ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel das nur so ganz klein angedeutet seht, dieses Dreieck, was meint ihr, ist dieses Dreieck? Ha? Wenn man sich jetzt wieder die Nase holen, ja, dann ist das hier unten immer der Schattenbereich. Und das kann man schon als Dreieck darstellen. Kommt drauf an, wie die Nase so, ne, im Gesicht sitzt. Aber wenn jetzt hier die Nasenflügel mal so ein bisschen vorne weggelassen sind, das ist ein Dreieck und es gibt ganz viele Zeichner, die halt auch das an dessen darstellen, die dann sich dann halt nicht so viel Mühe geben,
wollen, sondern den Schatten nutzen, um die Nase darzustellen. Bei manchen Leuten ist es dann nur noch eine Linie. Das ist dann nicht so ein dicker ganzer Schattenbereich, dann ist es nur noch so eine Linie. Aber das sind verschiedene Möglichkeiten, die Nase darzustellen. Habe ich früher sehr gerne gemacht. Da war mein Comic-Manga-Zeichenstil sehr beeinflusst von dem, was andere so gemacht haben. Das ist nicht falsch. Wie soll ich das sagen? Wir lernen immer von anderen. Es ist nicht unbedingt smart, einen Stil selber erfinden zu wollen, wenn es quasi alles schon gibt. Mischt Wissen und Erfahrung von euch und anderen. Sonst würden wir ja nicht in die Schule gehen. Heißt ja auch nicht so, nee, Kevin, also Physik musst du jetzt schon selbst neu erfinden, sonst bist du ja nicht würdig, das zu machen. In der Kunst werden Leute oft, die viel abzeichnen und viel abkupfern von anderen, um ihren eigenen Stil zu finden, so als unwürdig bezeichnet. So nach dem Motto so, nee, das musst du schon selbst herausfinden. Ich denke so, nein, wir Menschen haben uns deswegen so weit entwickelt, eben weil wir, und gerade jetzt grafisch, wenn man sich jetzt zum Beispiel alte Videospiele anguckt, teilweise so Pixel-Art-Videospiele, und dann guckst du dir Pixel-Art-Videospiele heute an, wie gut die Kunst ist, obwohl sie mit exakt den gleichen Mitteln arbeiten. Einfach nur, weil wir inzwischen gelernt haben, mit wenig Pixeln besser darzustellen. Wir lernen voneinander. Der vor uns macht eine geile Erfindung, wir nutzen seine Erfindung. Und das ist in der Kunst genau das Gleiche. Lernt von anderen Darstellung. Ja, aber ihr müsst verstehen, warum jemand etwas darstellt. Deswegen ist es halt so, ihr könnt nicht einfach anfangen und diese dreieckigen Nasen abkupfern, sonst sieht das erstens irgendwann einfach komisch aus, weil das muss in Relation passieren. Ihr müsst verstehen, warum und wie das funktioniert, und dann könnt ihr das halt auch sogar variieren und abgrenzen für euch, so wie ich das jetzt hier gemacht hatte. Quasi hier die Nasenflügel mit reingebracht und das nur so als unteren Schattenteil genutzt, und schon hat man einen interessanten Nasenstil, den man nutzen kann, ja. Ich habe mir jetzt so ein schiefer, schräges Manga-Face, große Ohren, stimmt alles nichts. Ich kann nicht mehr ohne Rallye-Methode malen. Gesicht hingeballert, weil ich euch ganz gerne anhand dessen mal so ein paar verschiedene Varianten zeigen möchte. Muss ja jetzt gar nicht sonderlich gut aussehen. Einmal gibt es einen großen Trend, dass die Nase frontal im Gesicht trotzdem von der Seite dargestellt wird. Das sieht immer ein bisschen falsch aus. Aber passt mal auf. Es gibt Künstler, die machen das und es sieht gut aus. Und dann fragt ihr euch, warum? Ihr fragt euch, warum sieht denn das bei manchen Leuten gut aus? Und wenn ich die Nase aber als Seitenansicht reinmale, dann sieht es nicht gut aus. Diese Leute malen nicht die Nase in der Seitenansicht. Die malen den Schatten, die Nase wirft. So von vorne können wir die... Ich betrachte die Nase jetzt gerade mal so als Strich. Nur mal ganz kurz. Ja, nur mal so ganz kurz, als wäre das hier so der Mittelpunkt, die Nase, hier ist die Nasenspitze, kommen so die Flügel, so. Und die Nase ist erhaben, die wirft einen Schatten. Und der Schatten kann sich, je nachdem wie hoch sie ist, hier so an die Seite werfen. Und wenn man das Ganze vorsichtig ins Gesicht einbringt, ins Gesicht einbettet, ja, dann ist das Gehirn schwankt mehr oder weniger zwischen, ist das eine Nase? Oder es ist der Schatten der Nase. Und weil unser Gehirn zwischen, ist das der Schatten, ist das die Nase, ist das der Schatten, ist das die Nase, schwankt, aber die Form als Nase erkennt, wirkt es für uns richtig. Ist es richtig? Nee. Also ich würde das so nie einzeichnen, zumal nie die Nase immer nur in die Richtung Schatten wirft. Trotzdem müssen wir uns in einem Manga-Stil oft dessen quasi bedienen, dass wir den Schatten an die eine Seite malen. Das sind zum Beispiel die Manga-Nasen, die ich ganz gerne male. Ich nutze dann halt auch den Schatten auf einer Seite aus, achte aber darauf, dass das dann halt auch immer passt, ja. Manchmal wird das dann weggelöscht, weil ich halt weiß, dass mein Lichtsetting, und das mag ich an Mangas oft nicht, dass die Leute halt immer die Nasen, die Gesichter, die Konturen so malen, als gäbe es nur eine Licht- und Schattensituation, während ihre Charaktere durchs Dunkel stiefeln. Gute Manga, gute Comics zeichnen sich dadurch aus, dass darauf auch geachtet wird. Wenn jetzt zum Beispiel das Licht von oben kommt, hast du die Nase so. Kommt jetzt ein bisschen Licht von unten, würde ich jetzt gerne noch ein bisschen was hier hinzufügen. Und trotzdem ist es immer noch der gleiche Stil. Kommt jetzt Licht von der Seite, kann man das hier wieder nehmen. Kommt jetzt Licht von der anderen Seite, kann man das so machen. Und man kann auch hartes Licht und dünnes Licht und so weiter und so fort bringen. Da gibt es ganz viele Varianten. Du kannst dir leicht machen, du deutest die Nase einfach nur als Strich an. Meine Güte, ist kein Problem. Ja? Da muss man nicht detailliert werden. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Oder man hat einen ganz eigenen Nasenstil, der sich dann auch noch von verschiedenen Seiten gut bearbeiten lässt. Ja? Ihr seht, das ist auch nicht so perfekt irgendwie hier zack, zack, wie so ein Gem gemacht, sondern ich achte auch schon bei diesen oberen Linien, wenn ich die Nase so zeichne, dass hier so eine gewisse Rundung drin ist, weil das der Nasenform entspricht. Ja? Also
Wenn ihr wisst, wieso ihr die Linien so zieht, weil ihr sie kennengelernt habt, weil ihr wisst, wie ihr die Form variieren könnt, dann wird es lebendig, echt und realistisch aussehen. Und das braucht seine Zeit. Es ist nicht, was einmal klick macht und ganz schnell geht, sondern euer Gehirn braucht da genauso lange wie fürs Vokabeln lernen. Ja, vielleicht macht es einmal kurz Klick und man kann sich für kurze Zeit die Vokabel merken, aber nach 3 Tagen ist sie wieder raus. Ihr müsst das wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen und wiederholen. Deswegen ist so ein Skizzenbuch eigentlich ganz geil, weil man kann sich halt vornehmen, so ich übe jetzt mal so 3 Sachen. Augen, Nase, Mund, vielleicht noch irgendwie so eine Wangenpartie oder sonst irgendwie sowas. Und dann beginne ich, wenn ich durch meinen Cycle durch bin, irgendwie so 3 verschiedene Sachen geübt habe, dann beginne ich von vorne. Dann fange ich wieder mit dem Auge an und dann werde ich quasi nochmal von vorne durchgehen. Auge, Nase, Mund, Hand und dann wieder Auge, Nase, Mund, Hand. Sodass ihr euch da immer wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und dann habt ihr ein wunderschönes Übungsbuch. Klebt eure Referenzen da rein oder schreibt die Links rein, damit ihr wisst, von welcher Seite ihr euch habt inspirieren lassen. All das zusammen in Kombination ist eine ganz coole Sache. Oder nutzt euer Handy, um alles abzufotografieren und das alles für euch zu ordnen, weil dann habt ihr etwas, worauf ihr verdammt stolz sein könnt. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Sache und wird euch zeichentechnisch und malerisch sehr weit bringen. Und wie gesagt, durch das Studieren von Augen, Nasen und Mündern und Gesichtern habt ihr automatisch die Formstudien inbegriffen. Es ist ein bisschen schwierigerer Start, aber besonders wenn ihr schon sehr lange malt, ohne je Studien gemacht zu haben, das ist was völlig anderes, fällt euch das vielleicht leichter und gibt euch mehr Motivation. So, gut. Ich hoffe, dieses lange Video hat euch gefallen und ihr habt etwas lernen können. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Da gucke ich mal, ob ich erst die Hände nehme oder den Mund. Mal schauen. Die Wangenpartien wären vielleicht auch ganz spannend. Vielleicht kümmern wir uns erstmal um das ganze Gesicht. Zwischendrin werfe ich euch auch nochmal ein bisschen Formstudien rein, denn ich arbeite gerade an dem ersten großen Block meines Feldertrainings. Ich habe ja eine Methodik entwickelt, um malen und zeichnen zu lernen. Und das ist ein bisschen sehr umfassend geworden. Wer hätte es gedacht? Und das nenne ich Feldertraining. Und es ist in einzelne Blöcke aufgeteilt, die man miteinander verbinden kann, wie Bausteine, wie ein großer Lego-Kasten, damit man zum Schluss ein Gesamtbild hat. Und da gehe ich dann halt ganz detailliert auf die Basics ein. Und das ist dann, glaube ich, sehr ergänzend zu dieser Reihe. Wie schön. Ja, ich freue mich auf eure Nase und auf eure Augen. Schickt mir Bilder auf Instagram. Unten in der Videobeschreibung ist der Name meines Instagrams verlinkt. Ansonsten gerne auch auf Twitter. Macht's gut. Bis dahin. Bye. Und danke an die ganzen Produzenten und Unterstützer und Spender und Liker und Teiler. Teilen. Teilen ist massiv wichtig für uns Künstler. Ich bin nicht Walt Disney. Ich bin nicht Marvel. Ich werde nicht finanziert durch große Leute. Das ist so nicht. Nein, nein. Ich lege immer drauf auf meine Projekte. Teilen. Spread the word. Das ist der beste Support, den es gibt. Mhm. Ja, ja. Oder andere Videos angucken. So, da könnt ihr auch. Ja, ja. Das ist die total tolle Automusik. Das ist die total tolle Automusik. Mach ein Video an und lass ein Abo da dran oder ein Baby.